Der Release von Need for Speed Unbound liegt nun schon 3 Monate zurück und inzwischen bin ich endlich mit dem Spiel fertig. Daher möchte ich in diesem Video meine Meinung dazu mit euch teilen und die Frage beantworten, ob und für wen sich das Spiel lohnt. Ich verrate schon mal vorweg, es gibt da ein paar Dinge, die mich wirklich zu Weißglut getrieben haben, also bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr wissen wollt, was ich damit meine. Wenn euch dieses Video gefällt, würde ich mich sehr über einen Like und ein Abo freuen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Need for Speed Unbound verschlägt uns in die Küstenstadt Lakeshore, welche ich als Spielwelt im Großen und Ganzen durchaus gelungen finde. Die Welt wirkt recht realistisch und lebendig und auch die Stadt fühlt sich wirklich nach einer echten Großstadt an. Auch optisch finde ich die Welt sehr schön. Allerdings hat die Welt einen entscheidenden Nachteil und zwar gibt es in ihr nicht wirklich viel zu entdecken. Man findet hier und da ein paar Sofortherausforderungen oder mal ein Versteck, aber im Grunde gibt es keinen Grund, warum man die Karte länger erkunden sollte, als für die Story unbedingt notwendig ist. Wenn man hier und da mal einen Tuning-Shop oder einen Autohändler eingebaut hätte, hätte das wirklich deutlich mehr Anreiz zum Erkunden gegeben und die Spielwelt zusätzlich realistischer und immersiver gemacht. In Underground 2, was inzwischen schon fast 20 Jahre alt ist, war so etwas möglich und ich frage mich wirklich, warum man das nicht einfach beibehalten hat. Dennoch, was das Straßennetzwerk betrifft, ist die Karte durchaus gut. Wir haben einen guten Mix aus Stadtverkehr, Landstraßen, Bergstraßen und Autobahnen. Egal ob man also driften will oder sein Auto auf die maximale Geschwindigkeit beschleunigen will, man findet auf jeden Fall für alle Zwecke die geeignete Straße. Ein sehr großer Pluspunkt bei Need for Speed Unbound ist die Fahrzeugauswahl. Wir haben eine sehr schöne Auswahl zwischen japanischen Tunern, Muscle Cars und Exoten, wobei mich persönlich bei einem Need for Speed Spiel erstere immer am meisten interessieren, da mein Einstieg in die Reihe nun mal Underground 2 gewesen ist. Aber ich denke mal, egal welche Fahrzeugkategorie man bevorzugt, man sollte auf jeden Fall einige Autos finden, die einem gefallen. Toyotas gibt es in dem Spiel leider nicht, aber das hat ja bekanntlich nicht an den Entwicklern gelegen. Auch das Tuning gefällt mir in Need for Speed Unbound wirklich richtig gut. Wir können wirklich fast alles an unseren Fahrzeugen verändern. Egal ob Stoßstangen, Kotflügel, Felgen, Reifen, Radsturz, Bremssättel, Spoiler, Scheinwerfer und so weiter. Grundsätzlich hat man hier aber mehr auf Qualität als auf Quantität gesetzt. Das heißt, die Auswahl an Teilen ist je nach Auto jetzt nicht so riesig, aber man kann seine Fahrzeuge eben so tunen, dass das Ergebnis auch wirklich schön aussieht und nicht absolut lächerlich. Wobei Letzteres zum Teil auch möglich ist. Auch was die Leistung betrifft, gefallen mir die Möglichkeiten hier wirklich gut. Insbesondere gefällt mir, dass wir die Autos so tunen können, dass wir beispielsweise kaum Geschwindigkeit verlieren, wenn wir abseits der Straßen fahren, aber dafür dann eben eine geringere Höchstgeschwindigkeit haben, oder aber wir können unsere Autos mehr in Richtung Drift oder aber in Richtung Grip tunen. Viel mehr würde ich mir beim Tuning eigentlich auch gar nicht wünschen. Klar, die Reifenbreite oder ähnliches kann man jetzt nicht separat einstellen, aber insgesamt finde ich das Tuning wirklich sehr gut. Einen Nachteil hat das Tuning-System allerdings, aber dazu komme ich gleich, wenn es um den Online-Modus geht. Die Story finde ich für ein Rennspiel tatsächlich überraschend gut. Die Handlung beginnt damit, dass wir uns gemeinsam mit einer Freundin endlich unser eigenes Auto restauriert und getunt haben und nun endlich in der Rennszene von Lakeshore City durchstarten können. Allerdings, ich denke, so viel kann ich schon verraten, verrät diese uns kurz darauf, stiehlt alle Fahrzeuge von Rydell, in dessen Werkstatt wir sozusagen wohnen, und sorgt dafür, dass wir wieder komplett bei Null anfangen müssen. Das ist die Ausgangssituation und ich finde das insgesamt wirklich sehr gut gemacht, allerdings mit ein paar Einschränkungen. Erstens, das Spiel versucht einfach krampfhaft jung und hip zu wirken. Es klingt halt wirklich so, als hätten sich da ein paar ältere Herrschaften hingesetzt und sich gefragt, wie die Jugend spricht, was wahrscheinlich auch gar nicht so unwahrscheinlich ist. Das resultiert dann eben in ein paar Dialogen, die etwas unangenehm anzuschauen sind, aber im Großen und Ganzen finde ich die Charaktere überraschend gut. Insbesondere Rydell mag ich tatsächlich sehr, weil ich es einfach total sympathisch finde, wie er sozusagen die Verbindung zur neuen Zeit irgendwie verliert und sich halt immer über alles wundert. Etwas seltsam finde ich es übrigens auch, wenn sich die Charaktere die ganze Zeit sehr verächtlich über die Polizei äußern, weil wir als Racer sind ja die, die mit mehr als 200 Sachen durch die Innenstadt rasen, von daher würde manchen Charakteren ein bisschen mehr Selbstreflexion definitiv nicht schaden. Das führt mich aber auch schon zu einem weiteren sehr großen Nachteil im Story-Modus. Wahrscheinlich ist es sogar das, was mich an dem Spiel am meisten stört, nämlich die Verfolgungsjagden oder generell das ganze Polizeisystem. Das Problem ist folgendes, je mehr Rennen wir fahren, desto höher ist auch unsere Fahndungsstufe. Und spätestens wenn diese auf der höchsten Stufe ist, können wir wirklich keine 2 Sekunden mehr durch die Welt fahren, ohne dass wir verfolgt werden. Und vor allem, wenn die Polizei uns zu oft rammt, ist unser Auto eben kaputt, womit die Verfolgungsjagd endet und all unser Geld, was wir an diesem Tag verdient haben, ist weg. Wir können unsere Autos zwar reparieren, indem wir durch eine Tankstelle fahren, aber ich finde das gesamte System in diesem Spiel wirklich total nervig. Hin und wieder eine Verfolgungsjagd ist ja schön und gut, aber ich will doch in erster Linie Rennen fahren und mich nicht die ganze Zeit verstecken müssen. Man hätte es wenigstens so machen können, dass die Fahndungsstufe wieder weg ist, wenn wir das Auto wechseln, aber selbst das ist leider nicht der Fall.
Um unsere Fahndungsstufe loszuwerden, müssen wir in unsere Werkstatt oder ein Versteck fahren. Das Problem ist allerdings, dass dann auch die Rennen vom Vortag nicht mehr da sind. Das Spiel bestraft uns als Spieler also, wenn wir alle Rennen fahren wollen, was für mich einfach überhaupt keinen Sinn ergibt. Es ist mir halt echt ein paar Mal passiert, dass die Polizei mein Auto geschrottet hat, als ich mehr als 100.000 Dollar dabei hatte, und das Ganze hat mir wirklich immer total den Spielspaß kaputt gemacht, weswegen ich inzwischen eigentlich fast nur noch den Online-Modus spiele, wo es keine Polizei gibt. Zum Online-Modus komme ich aber später noch. Ein weiterer Nachteil ist, dass die Rennstrecken sich wirklich sehr oft wiederholen. Gefühlt nach 2 Stunden im Spiel hat man alle Rennstrecken gesehen und dann wiederholt sich das eigentlich nur noch. Na gut, das ist jetzt vielleicht etwas übertrieben, ganz so schlimm ist es auch nicht, aber es geht schon in diese Richtung. Ich meine, wahrscheinlich ist das Spiel darauf ausgelegt, dass man an einem Ingame-Tag nur ein paar Rennen fährt und dann wieder zurück ins Versteck geht, aber ich bin halt wie gesagt jemand, der gerne so viel wie möglich von einem Spiel mitnimmt. Außerdem sind die Rennen für mein Empfinden tatsächlich ziemlich schwierig. Ich spiele Rennspiele eigentlich fast immer auf der höchsten Schwierigkeitsstufe. Und bei Unbound musste ich tatsächlich nach ein paar Stunden von Mittel auf Leicht stellen, weil ich einfach fast nie in die Top 3 gekommen bin. Am Anfang ist es insbesondere schwierig, wenn man ein Driftrennen fahren soll, aber noch kein Auto hat, mit dem man vernünftig driften kann. Nach einer Weile im Spiel, wenn man mehrere Autos für verschiedene Zwecke hat, wurde das allerdings deutlich besser. Wo ich nach wie vor etwas zwiegespalten bin, ist die Fahrphysik. Am Anfang bin ich damit tatsächlich überhaupt nicht zurechtgekommen, was aber auch daran liegen kann, dass ich nach der Charaktererstellung den Nissan S14 als Starterauto gewählt habe, der eben total auf Drift getuned war und mit dem habe ich halt wirklich in jeder Kurve die Kontrolle verloren. Dann später mit anderen Autos bin ich da wiederum deutlich besser mit klargekommen, aber ich habe doch recht lange gebraucht, um zu verstehen, wie man in diesem Spiel richtig fährt. Es gibt definitiv ein paar kleine Tricks, die man erst lernen muss, wie beispielsweise, dass man nach einem Drift kurz das Nitro antippt, um wieder direkt guten Grip zu haben. Von daher finde ich die Fahrphysik im Großen und Ganzen schon gut, aber zumindest für mich war sie eben sehr gewöhnungsbedürftig. Der eben schon erwähnte Online-Modus gefällt mir insgesamt sehr gut, aber auch hier gibt es wirklich einen gewaltigen Nachteil. In Unbound gibt es ja verschiedene Fahrzeugklassen, zum Beispiel B ist das langsamste und S+ ist das schnellste. Das Problem ist, dass das Tuning hier teilweise etwas, naja, sagen wir mal, schlecht gebalanced ist. Denn wenn wir uns einen Ferrari kaufen, da die allerbesten Tuningteile einbauen, aber dann am Ende ein Fünfganggetriebe einbauen, dann steckt das Spiel diesen Ferrari eben in die langsamste Kategorie, also B, und das obwohl das Auto halt viel schneller beschleunigt und allgemein viel schneller ist als alle anderen Autos in dieser Kategorie. Und wenn man dann eben so einen Spieler im Rennen hat, der diesen Trick nutzt, kann ich eben mit meinem MX-5 so perfekt fahren, wie ich will. Gegen einen vollgetunten Ferrari habe ich natürlich überhaupt keine Chance. Umso ärgerlicher finde ich, dass man das mit dem letzten Update nicht rausgepatcht hat. Schade finde ich auch, dass man keine einzelnen Rennen fahren kann, sondern immer nur sogenannte Playlists von insgesamt 3 Rennen am Stück. Das hat zwar den Vorteil, dass man sich nicht für jedes Rennen neue Spieler suchen muss, aber wenn man beispielsweise eine fragile Internetverbindung hat, ist es natürlich sehr ärgerlich, wenn diese am Ende des 3. Rennens abbricht. Übrigens, suchen muss man sich die Spieler für die Rennen nicht, sondern man startet eben das Rennen, was man fahren will und wartet dann 30 Sekunden, dass andere Spieler die Herausforderung annehmen. Meistens findet man auch genug andere Spieler, allerdings wäre es vielleicht etwas besser, wenn nicht 16, sondern vielleicht 26 Spieler in einer Lobby wären. Außerdem finde ich es schade, dass man andere Spieler, die man in der Spielwelt trifft, nicht zu spontanen Duellen herausfordern kann, wie das ja beispielsweise bei Test Drive Unlimited 2 möglich war. Abgesehen davon finde ich den Online-Modus aber wie gesagt gut und er macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Um neue Autos freizuschalten, muss man gewisse Herausforderungen abschließen. Um den Mazda RX-7 freizuschalten, musste ich beispielsweise 30 Playlists der Stufe B mit einem Mazda abschließen, was natürlich dazu motiviert, auch Rennen in den langsameren Stufen zu fahren, denn in vielen anderen Spielen findet man nach kurzer Zeit dazu eben kaum noch andere Spieler, die darauf Lust haben. Als nächstes will ich nochmal kurz auf die allgemeine Optik des Spiels eingehen. Grafisch gefällt mir das Spiel wirklich richtig gut. Die Autos sehen richtig schön aus und wenn es regnet, sieht man sogar die einzelnen Regentropfen auf dem Auto. Gut, heutzutage ist das wahrscheinlich Standard, aber ich wollte es trotzdem mal lobend erwähnen. Auch die Spielwelt ist optisch wirklich schön, detailreich und realistisch gestaltet, auch wenn mir wie gesagt Tuning-Shops und andere Dinge zum Entdecken fehlen. Kontrovers diskutiert wurden ja schon im Vorfeld die Cartoon-Elemente in Unbound. Ich persönlich finde, dass die Charaktere richtig gut aussehen und sich auch überraschend gut in die ansonsten realistische Spielwelt einfügen. Mir persönlich gefällt das deutlich besser als die echten Schauspieler aus Need for Speed 2015 und es steht damit gewissermaßen in der Tradition von meinem Lieblingsteil Underground 2, wo die Story ja auch in Filmsequenzen erzählt wurde, die gewissermaßen ein Comicbuch nachgeahmt haben. Auch, dass wir unseren Charakter optisch anpassen können, finde ich ein nettes Zusatzfeature. Was die Effekte beim Fahren angeht, also den Reifenqualm oder die Flügel beim Sprung und so weiter, hier bin ich der Meinung, das hätte nicht unbedingt sein müssen, allerdings stört es mich auch nicht besonders, von daher sehe ich das recht neutral. Als nächstes will ich noch eine Sache ansprechen, die wahrscheinlich mein größter Kritikpunkt an Need for Speed Unbound ist, nämlich der Soundtrack.
Der Soundtrack ist bei einem Rennspiel wirklich extrem wichtig, da er zu wahrscheinlich mindestens 50% die Atmosphäre des Spiels prägt. Die Autofahrer unter euch werden wissen, dass das Ganze mindestens doppelt so viel Spaß macht, wenn man dabei gute Musik hört. Beispielsweise Need for Speed Underground 2 hatte wirklich einen erheblichen Einfluss auf meinen eigenen Musikgeschmack, von daher habe ich, was das betrifft, eigentlich sehr positive Assoziationen mit der Need for Speed Reihe. Nicht aber bei Unbound. Erstens ist der Soundtrack extrem einseitig. Er besteht halt wirklich zu 100% aus Hip-Hop. Ein paar Songs sind dabei, die man vielleicht eher als Pop klassifizieren würde, aber Rock, Metal, Techno, alles Fehlanzeige. Wie gesagt, die Soundtracks der alten Need for Speed Spiele waren einfach so unfassbar gut. Warum kriegt man das heutzutage nicht mehr hin? Klar, ich weiß, wir haben nicht mehr die 2000er und Rap ist wahrscheinlich inzwischen das erfolgreichste Genre und ich habe da auch überhaupt nichts gegen, aber ich finde eben trotzdem, dass ein Rennspiel-Soundtrack verschiedene Geschmäcker abdecken sollte. Bei Underground 2, Carbon, Most Wanted und so weiter hatten wir ja beispielsweise auch viel Hip-Hop, aber wir hatten eben auch viel Rock und Metal dabei. Außerdem, das habe ich zwar jetzt nicht wirklich überprüft, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass alle Songs in dieser Playlist innerhalb der letzten paar Jahre veröffentlicht wurden und ich persönlich hätte es wirklich cool gefunden, wenn auch ein paar Songs der 80er, 90er und 2000er dabei gewesen wären. Insbesondere 2000er hätte natürlich Sinn gemacht, um ein paar Underground, Most Wanted und Carbon Nostalgica mitzunehmen, aber gut. Ihr merkt also, ich mag den Soundtrack überhaupt nicht. Es gibt ein paar Lieder, da würde ich jetzt nicht sofort wegschalten, wenn die im Radio laufen würden, aber es ist auch kein Lied dabei, was ich mir privat anhören würde. Und ich finde, dass die Atmosphäre des Spiels wirklich darunter leidet. In älteren Rennspielen wie Test Drive Unlimited 2 oder Need for Speed Underground 2 bin ich wirklich so oft einfach durch die Welt gefahren, hab Musik gehört und einfach die Atmosphäre genossen, aber in Unbound kann ich das so leider nicht. Von daher komme ich zum Fazit. Need for Speed Unbound ist im Großen und Ganzen durchaus ein gutes Rennspiel, an dem ich viele Stunden Spaß hatte und das ich auch immer noch alle paar Tage mal spiele. Die zwei größten Probleme sind meiner Meinung nach erstens die viel zu häufig vorkommenden Verfolgungsjagden und der sehr einseitige Soundtrack. Dazu kommen natürlich noch die anderen kleineren Probleme, die ich im Video thematisiert habe. Das Ärgerliche ist, dass man diese Probleme größtenteils ohne großartig zusätzliche Arbeit hätte beheben können, also im Grunde sind das fast alles Kleinigkeiten, die aber eben, finde ich, einen sehr großen Einfluss auf das Gesamtergebnis haben. Abschließend muss ich sagen, wenn ich das Spiel direkt beim Release zum Neupreis von 70€ gekauft hätte, wäre ich wahrscheinlich etwas enttäuscht gewesen, weil es auch wirklich teuer ist, aber wie der Zufall will, wird das Spiel bei meinem Partner MMOGA gerade fast zum halben Preis angeboten, also wenn euch das interessiert, schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Ich finde, zu diesem Preis lohnt sich das Spiel durchaus. Aber jetzt würde mich interessieren, wie gefällt euch das Spiel? Ist es ein würdiger Nachfolger für die alten Need for Speed Klassiker oder muss es das vielleicht gar nicht sein? Wie immer würde ich mich sehr freuen, eure Meinung in den Kommentaren zu lesen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst sehr gerne einen Like und ein Abo da. Hier geht es jetzt weiter mit einem weiteren sehr vielversprechenden Rennspiel, was bald erscheinen soll, nämlich Test Drive Unlimited Solar Crown, also wenn euch das interessiert, klickt gerne auf das Video. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin!